Herzlich willkommen zum Tutorial Bemessungsbeispiel eines feuerverdrehten Stahlträgers im Brandfall. Mein Name ist Christian Geigel. Im folgenden Video zeige ich Ihnen anhand einer Beispielberechnung den Unterschied zwischen unverzinkten und feuerverzinkten Bauteilen im Brandfall. Genauer gesagt werde ich Ihnen dies anhand eines Deckenträgers mit einer Feuerwiderstandsanforderung R30 näher bringen. Als statisches System haben wir einen Einfeldträger mit einer Spannweite von 7,5 Metern. Als Träger soll alle 2,5 Meter ein HEB 320 mit einer Stahlgüte von S355 eingesetzt werden. Der Träger wird mit einer aufliegenden Stahlbetonplatte ohne statisch anzusetzende Verbundmittel ausgeführt. Daher gilt nur die Annahme, dass der Obergurt seitlich gehalten ist. Der HEB 320 ist des Weiteren im Brandfall dreiseitig beflammt. Folgende Flächenlasten sind für den Versammlungsraum vorgesehen: 6,5 kN pro Quadratmeter als ständige Last und 20 kN pro Quadratmeter als Verkehrslast. Je Träger bedeutet dies, dass wir eine ständige Linienlast von 16,25 kN pro Meter und eine Verkehrslinienlast von 45 kN pro Meter haben. Die zugehörigen Kombinationsbauwerte können wir dem nationalen Anhang der DIN EN 1990 entnehmen. Die zugehörige Tabelle sehen Sie hier rechts im Bild. Um daraus das einwirkende Moment zu bestimmen, muss im Brandfall die außergewöhnliche Bemessungssituation herangezogen werden. In der Regel darf die quasi ständige Größe C21 verwendet werden. Dies würde beispielsweise nicht für Bauteile gelten, deren Leiteinwirkung der Wind ist. Mit Psi gleich 0,6 und den Teilsicherheitsbewerten Gamma gleich 1,0 folgt das maßgebende Moment mit den eben berechneten Linienlasten im Brandfall zu 304 kN. Im Vergleich hat das einwirkende Moment im Kaltfall, das heißt unter Normaltemperatur, einen Wert von 629 kN. Damit der Nachweis im Brandfall nach 30-minütiger Brandbeanspruchung geführt werden kann, muss die entsprechende Stahltemperatur nach Gleichung 4.25 der DIN EN 1993-12 ermittelt werden. Dazu sind die sogenannten Profilfaktoren vonnöten. Je größer dieser Faktor ist, desto schneller erwärmt sich das Profil. Dieser AM-zu-V-Faktor entspricht dabei dem Verhältnis von brandbeanspruchter Oberfläche zu Volumen des Stahlbauteils. Der zweite Profilfaktor entspricht nach Norm den das Profil umschließenden Kasten im Verhältnis zum Volumen. Beide können somit relativ einfach berechnet werden. Alternativ kann man sich auch Tabellenwerke zu Hilfe nehmen, wie sie beispielsweise beim Bauvorhaben Stahl zu erhalten sind. Für eine dreiseitige Beanspruchung ergeben sich dabei die Werte 91,3 und 58,4. Zum anderen ist der daraus zu berechnende Korrekturfaktor KSH zur Berücksichtigung von Abschattungseffekten zu ermitteln. Für I-Querschnitte darf hier der Wert zudem um 10% abgemindert werden. Er ergibt sich in unserem Beispiel somit zu 0,576. Berechnet man die Temperatur im Zeitschrittverfahren, beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, so erhält man nach 30 Minuten die Stahltemperatur des HEB 320 Profils von ca. 700 Grad Celsius. Daraus folgt der Abmilderungsfaktor für die Streckgrenze nach DIN EN 1993-12 zu KYθ gleich 0,229. Um den Nachweis im Brandfall auf Tragfähigkeitsebene führen zu können, muss der Querschnitt zuvor klassifiziert werden. Dies erfolgt bekannterweise über die C-zu-T-Verhältnisse. Im Unterschied zur Bemessung bei Normaltemperatur ist bei der Ermittlung von Epsilon zusätzlich mit dem Faktor 0,85 abzumindern. Für unseren S355 ergibt sich somit ein Epsilon von 0,69. Entsprechend des Eurocodes, Teil DIN EN 1993-1-2, ist die Querschnittsklassifizierung für den Flansch und den Steg separat durchzuführen. Sowohl der Flansch als auch der Steg können hier der Klasse 1 zugeordnet werden, womit auch der Gesamtquerschnitt der Klasse 1 im Brandfall zugeordnet werden kann. Für unseren Deckenträger ergibt sich aufgrund der dreiseitigen Beflammung eine positiv wirkende ungleichmäßige Temperaturverteilung im Querschnitt. Der Eurocode berücksichtigt dies über die beiden Kappa-Anpassungsfaktoren. Einmal bei der Temperaturverteilung über den Querschnitt mit Kappa 1, welche in unserem Beispiel mit aufliegender Betonplatte zu 0,7 gewählt werden kann, und einmal bei der Temperaturverteilung entlang des Trägers. Hier ergeben sich durch unser statisch bestimmtes System keine Vorteile, sodass der Wert Kappa 2 zu 1,0 gewählt wird. Das maßgebende Widerstandsmoment zum Zeitpunkt nach 30-minütiger ETK-Beanspruchung kann dann aus dem Widerstandswert im Kaltfall unter Berücksichtigung des vorher ermittelten Abminderungsbeiwerts KYθ und der beiden Kappa-Anpassungsfaktoren berechnet werden. Es ergibt sich in unserem Fall ein MFIRE-TRD von 249 kN. Dieses Widerstandsmoment muss dem zu Beginn ermittelten einwirkenden Moment gegenübergestellt werden.
Dieser Nachweis ist leider um 22% überschritten und kann somit ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, wie beispielsweise dämmschichtbildende Brandschutzanstriche, nicht erfüllt werden. Alternativ müsste hier ein stärkeres Profil gewählt werden. Wir lassen das System, den Träger sowie natürlich auch die Anforderungen gleich, verändern aber im zweiten Beispiel den Träger dahingehend, dass er gemäß DIN EN ISO 1461 Feuer verzinkt wird. Die restlichen Parameter bleiben unverändert. I-Querschnitte weisen häufig die Kategorie B nach DIN EN ISO 14713-2 auf. Bei der Stahltemperaturermittlung darf gemäß den Ergebnissen eines Forschungsprojektes des GAV sowie der TU München der Emissionsgrad im Temperaturbereich unter 500 Grad Celsius angepasst werden. Anstatt eines durchgehenden Wertes von 0,7 wird der Wert dabei auf 0,35 reduziert. Wichtig zu betonen ist, dass die Bemessung selbst bzw. das Vorgehen gemäß DIN EN 1993-1-2 weiterhin unverändert bleibt. Durch den veränderten Emissionsgrad ergibt sich allerdings nach 30 Minuten die Stahltemperatur zu 617 Grad Celsius, was im Vergleich ca. 93 Grad Celsius kälter ist als im Beispiel 1. Folglich ändert sich auch der Abmilderungsfaktor der Streckgrenze, welcher den Wert 0,429 annimmt. Dies entspricht in unserem Beispiel einer Steigerung der Streckgrenze im Brandfall von fast 90%. Führt man damit erneut den Nachweis der Tragfähigkeit, zeigt sich, dass dieser nur zu 65% ausgelastet ist. Die feuerverzinkten Träger erfüllen die Feuerwiderstandsklasse R30, somit ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen. Ich hoffe, anhand dieser Beispiele konnte Ihnen die Bemessung eines feuerverzinkten Trägers nähergebracht werden. Es hat sich gezeigt, dass die Bemessung identisch zum Vorgehen der DIN EN 1993-1-2 verläuft. Für ein feuerverzinktes Stahlprofil ändert sich nur der Wert des Emissionsgrades, der bei der Temperaturermittlung nötig ist. Zum Schluss nochmals der Hinweis auf die kostenlose Toolbox inklusive Bemessungssoftware, die zum Thema Brandschutz durch Feuerverzinken unterstützt. Ich bedanke mich fürs Reinklicken und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Thema Brandschutz.